Wo kommst du denn her? Also, hier ist ein Riesenwrack. Hallihallo, willkommen zurück bei Subnautica. Und ganz zu Anfang, bevor ich hier irgendwie mich wieder in irgendwelchen Gedanken und Geschichten verliere, ich habe die Einstellungen, die Codierungseinstellungen in OBS ein bisschen angepasst. Eventuell, mir ist nämlich aufgefallen, so ein, zwei Ruckler sind manchmal drin. Ich hoffe, das könnte jetzt behoben sein oder es ist deutlich schlimmer. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie auch nicht so die Zeit, das Ganze ausgiebig zu testen. In der Testaufnahme gerade war alles tutti. Deswegen würde ich sagen, wir lassen es erstmal so. Und falls euch jetzt auffällt, dass es ultra stark leckt, schreibt es noch gerne in die Kommentare. Ich werde mir die Folge ebenfalls angucken, aber ich sehe auch nicht immer alles. Also, ja. Wer Knorke. Gut. Letzte Folge. Warte. Warum haben wir so viel Silikon? Ach ja, stimmt. Ich habe ja hier die Shot-Dinger fertig gemacht. Packe ich erstmal direkt hier irgendwie so einen Spind rein. In der letzten Folge habe ich ein Panik geschoben. Weiß gar nicht, wie das kommen kann. Und mir ist aufgefallen, ich wollte ja gerne zur Aurora. Allerdings, ich habe gerade mal in die Baupläne geguckt, brauchen wir diesen Laserschneider. Wir brauchen nur noch ein Laserschneider-Fragment-Dings. Das heißt, wir müssen Wracks finden und hoffen, dass dort Fragmente drin sind. Und ich würde sagen, da machen wir uns heute mal auf die Suche nach einfach ein paar Fragmenten. Ich habe noch eine volle Batterie mit. Möchte ich gerne zwei volle Batterien mitnehmen? Der ist 99%, 87, 66. Nö. Das hat alles eigentlich noch genug Energie. Das heißt, ich packe mal ganz kurz das hier auf die 1. So. Ich könnte mich jetzt eigentlich ganz frohen Mutes aufmachen. Ah, nee. Ich würde gerne noch eine Boje machen. Wie zur Hölle? Also nicht eine Boje, sondern hier Signal. Ja, genau, Signalboje. Kupfer erst und Titan. Das haben wir doch alles. Da würde ich gerne mal zwei Stück von machen. Hätte ich auch zur Floating Isles mitnehmen sollen, ist mir aufgefallen. Denn den Punkt markiert zu haben, wäre ganz nice. Dann hat man so ein bisschen Orientierung. Aber habe ich nicht dran gedacht, weil ich blöd bin. Aber ich versuche jetzt mehr dran zu denken, diese Bojen überall hinzuklatschen. Das ist nämlich super sinnvoll. Dann hat man einfach die mega Orientierungspunkte, wo was ist und überhaupt. Also sollte man immer welche dabei haben. Versuche ich mir anzugewöhnen. So. Und jetzt. Oh, jetzt zeigt mir OBS aber schon wieder an. Codierung überlastet. Erwägen Sie, Ihre Wiedereinstellung zu verringern oder benutzen Sie eine schnellere Codierungsvoreinstellung. Ja, Digga, das habe ich jetzt aufs Maximum angepasst. Das sollte gehen. Warum bist du immer noch überlastet? Falls jemand davon Ahnung hat, mir bitte Bescheid sagen. Ich habe nämlich gar keine Ahnung. Wow. Mann, es wächst. Es sieht doch schön aus. Okay. Du bist auch... Oh, du bist noch nicht mal ganz heil. Kann ich dich hier reparieren? Nein, okay, ich muss mit dir ins Wasser. Na gut. Oh, unsere treue Seemotte. Jo, und erstmal hier ein Stückchen weg. Jo, weil die Viecher mögen es ja anscheinend in unseren Docks rumzupimmeln. Okay, hier einmal bitte reparieren. Dankeschön. Und jetzt, hoffentlich, finden wir Wracks und keine schlimmen Fische. Ich würde ganz gerne, wir sind ja jetzt viel da hinten so in die Gegend geschwommen. Oh, wow, komm mal wieder rum. Bin ich denn da abgehoben? Ja, warte, wo ist... Dort ist die Auro... What the? Wo kommt ihr denn her? Okay. Yo, bleibt mal bitte weg. Dort vorne ist die Aurora. Da will ich nicht so hin. Dort vorne waren wir ja auch schon, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was ich glaube. Ich schwimme Zyklopbauteile. In dieses Biom würde ich gerne hin. Ich glaube so, wir gehen mal so in diese Richtung. So hier, so weg einfach. Mal schauen, was uns so erwartet. Hier hatten wir auch nichts mehr. Das Wrack hatten wir auch schon eingiebig immer wieder und wieder mal überprüft. Das sieht auch ganz gut aus. Hier ist nichts. Dann machen wir uns auf und ja. Ich werde nicht in allzu tiefe Biome gehen. Sage ich jetzt und versuche mich dran zu halten. Ich könnte auch mal eine Signalboje hier ins Inventar packen, statt dem... Ja, genau, statt dem, so. Gut, wow. Hey. Alles klar. Können hier eigentlich auch... Hier sind ja auch manchmal so kleine Kisten. Können hier auch Fragmente für... Dingensbummens sein. Für Laserschneider, irgendwas oder so. Keine Ahnung. Mal guck mal, wie easy ich mittlerweile hier durch diese Biome schwimmen kann. Einfach, weil ich weiß, hier ist safe. Hier ist easy. Da sind nur die Stalker und die machen mir ab und zu nur Angst, wenn ich gerade ein bisschen angeschlagen bin. Sonst ist ja alles gut.
Sonst machen die auch nichts. Sie schreien nur einmal böse. Jawohl, da vorne ist schon wieder eine. Hi, Kollege, möchtest du auch schreien? Ja, dachte ich mir. Er hat nämlich Respekt vor mir. Genauso wie er auch Respekt hat. Er wird auch, genau, er nimmt sein Müllteil in den Mund und darf sich direkt wieder verpieseln. Aber hier in diesem Biom sind keine Wracks, glaube ich. Mann, ihr seid aber hier auch am Sammeln, Boys. Meine Güte. Ich habe keine Ahnung, wo wir rauskommen. Ich einfach mal ein bisschen, ne? Bisschen die Umgebung auskommen. Ja, Respekt und ich habe keine Angst. Und nee, nee, nee. Okay, gut, er ist weg. Alles gut. Alles easy. Würde gerne, ja, hier sind diese Eier, aber das haben wir schon. Hier können, ich weiß gar nicht, ob hier in diesem Biom Frack sein können. Ich glaube nicht, aber das weiß ich schon. Also, keine Ahnung. Eigentlich weiß ich hier nicht so viel von dem Spiel an sich. Okay, hier sind wir schon mal in einem anderen Biom. Hier sieht doch aus, als könnte ein Frack sein. Hier sieht das auch aus, als könnte hier dieses abgestürzte Dingsbums sein, oder? Yo. Hallo. Okay, hier sind schon mal ein paar Teile. Ich meine, Torbögen. Dieses. Ich gehe mal kurz etwas höher. Okay, yo. Ganz so. Hallo. Yo, Dreierpack, hallo. Ich meine natürlich Aufzeichnungen. Nee, Datenbank. Datendownloads, kurz und Hinweise. Jawohl, diese. Nee. Die. Genau die. Die suche ich ja immer noch. Die Rettungskapsel 6. Sieht aber aus, als könnte sie hier sein irgendwo, ne? Ah. Auch sehr interessant aus. Ja, ist ja gut, Kollege. Kommst du auch wieder runter? Was ist das da für ein Teil? Das sieht doch schon... Das sieht doch... Ha! Ey, also... One man, one mission. Okay, ja, ja, ich hab's... Ja, easy. Laserschneider. Haben wir freigeschaltet. Genau deswegen wollten wir los. Ja, krass. Dann brauchen wir nur noch die Schubkanone. Dann können wir zur Aurora eigentlich. Denn um dort wirklich überall hinzukommen, braucht man eigentlich echt alle Teile. Da brauchen wir nur noch die Schubkanone. So, zwei Diamanten, Titan, Höhlenschwefel. Haben wir, glaube ich, alles. Müssten wir alles haben. Okay, dann sind wir auch quasi sehr gut ausgerüstet. Mama mia. Puh, ha, he, aha. Ja, bitte. Mal, also, Kollege. Ach, hier ist dieses Zyklop. Jawohl, da ist das Zyklop-Biom. Ja, ihr wisst, was ich mit Zyklop-Biom meine. Also da, wo dieser, nicht Zyklop, sondern, das andere. Ich hab vergessen, wie das heißt. Warte. heißt das denn? Nee, das ist nicht bei... bei Bauplan, hier irgendwo. Doch, Zyklop, ja. Das heißt doch Zyklop. Alles gut, ich bin blöd. Ist in Ordnung. Was haben wir hier? Sieht auch aus wie Laserschneider, ne? Jawohl, ist auch einer. Ja, gut. Aber haben wir jetzt fertig. Tja. Alter, das Trio da oben. Ist ja bis jetzt alles ganz easy. Dann kann ich mal ganz fix hier ein bisschen was einsammeln. Ich mach gar nichts, ich möchte nur ein bisschen sammeln. Das hier sieht ganz schön dunkel aus. Schieferstein. Aha, Diamant. Schön. Und Gold. Okay, yo, dann wär's das auch. Ich möchte gerne wieder jetzt zurück. Das war jetzt sehr mutig von mir. Dafür kann ich mich auch später loben. Aber jetzt erstmal habe ich wieder Angst. Okay. Aber wir sind gerade so gut dabei. Ich würde gerne noch ein bisschen weiter erforschen. Mann, warum kann die... Aber das sieht doch aus, als könnte die Rettungskapsel hier sein. Also, ich habe keine Ahnung, was von den Koordinaten da hinten kommt. So, aber... Das ist dieses rote Gras. Oh, ja, guck mal. Einer Schau, ein Wrack. Vielleicht kriegen wir da... Oh, was ist das denn? Scannerraum. Oh, hatten wir schon. Okay. Boah, Metallschrott von mir aus. Wieder rin hier. Kurz abchecken, ob wir auch sicher sind. Hey, hey, hey. Und das sieht doch nach einer Einladung aus hier. Ich würde sagen, da gehen wir mal direkt rein. Bitte nichts da drin, bitte nicht da drin, bitte nicht. Oh, wir haben coole Haare. Sieht man da beim Schatten.
Okay, gut. Ja, hier können wir nämlich nur mit dem Laserschneider. Oh, Schubkanone. Also, wenn hier jetzt noch ein Schubfragment-Dings. Wir mussten nur eins. Doch, ja, nee, da oben links. Okay, ich dachte gerade, wir bräuchten nur eins, aber, ne? Schade. Oh, hier ist das. Also. One Man, One Mission. Ich habe gesagt, ich gehe los, um die fehlenden Blueprints zu bekommen. Kannst du mal bitte. Ich versuche mich hier zu konzentrieren. Geht's hier raus dann, oder? Ich habe gesagt, ich gehe los, um mir die letzten Bauteile zu holen, und ich habe es einfach geschafft. Easy. Okay. Was haben wir denn hier? Oh, eine Versorgungskiste. Desinfiziertes Wasser. Ja, nee, das brauche ich gerade irgendwie nicht. Oh, Batterieladestation. Das ist auch richtig nice. Das brauchen wir unbedingt. Wie viele Teile brauchen wir davon? Zwei. Ha, schade. Haben wir hier einen Schrank? Nee, Gegenstand, ja, das ist das Wasser. Oh, Batterie. Wow. Okay, okay, jetzt ganz schnell, ganz schnell. Go, go. Okay, jetzt ganz schnell wieder zum Schiff, kurz Luft holen. Oh mein Gott, wir haben hier eine Goldgrube gefunden. Da oben kommt der Fisch angespastet. Oh, 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 wo ist er hin? Okay, egal. Yo, da ist er. Leute, könnt ihr bitte... Ja, das ist ja aber auch... Ich war gerade so ein bisschen Euphorie und jetzt habe ich wieder Angst bekommen. Ich möchte meine Euphorie aber nicht verschwinden lassen, denn wir haben echt ordentlich Sachen hier gefunden. Mein Gott. Das möchte ich auch einmal hier rein. Mach mal bitte. Ja, so. Ach, ach, ja, cool. Okay, schön. Das ist ja sehr cool, dieser Lüftungsschacht. Hier gibt's ne? Auch oben nicht? Okay, gut, dann freue ich mich hier gewesen zu sein. Und noch eine. Ja, wir haben schon beide, ne? Wir haben jetzt eine Batterieladestation, wir haben die Lasercutter und wir haben die Schubkanone. Wow! Also, wow! Unglaublich! Krass! Ey, Leute! Wisst ihr, was das heißt? Ich habe bald keine Ausrede mehr, nicht mehr zu Aurora zu gehen. Och, könnt ihr bitte aufhören? Ich will hier gerne noch was scannen, okay? Pass auf. Egal, die greifen mich jetzt bestimmt an, aber ich muss das jetzt scannen. Scannerraum haben wir schon. Aber ich will... Ja, Scannerraum haben wir immer noch. Ich versuche einfach ein bisschen auszuweichen. Alles ist cool. Alles ist easy. Ist hier irgendwas drin? Nö, gut, dann viel Spaß mit der Seemotte. Ich möchte jetzt auch nicht mehr. Hier könnte aber irgendwo der Live-Pod sein. Ich muss mich hier nochmal ganz kurz zu Ende umgucken. Bevor ich mich hasse, dass ich es nicht gemacht habe. Weil ich weiß nicht, wie oft diese roten Biome hier sind mit diesen Sandhaien. Aber hier sind auch überall Bögen und sowas. Das könnte echt... Nicht sein mein! Wow, okay, das ist nur so ein Unterwasserberg-Dings. Warum wird das hier so ruhig? War es schon immer so ruhig? Okay, ihr macht auch keine schönen Geräusche. Mann, ich muss jetzt hier aber einmal lang gehen. Ich muss jetzt einmal gucken, ob hier irgendwo die Rettungskapsel ist. Weil ich kriege das nicht entziffert von den Informationen, die ich habe. Hier ploppen die Texturen etwas nach. Das ist ganz in Ordnung so. Alles gut. Oh, hier runter ist kein rotes Dings mehr. Nee, okay. Okay, gut. Ich dachte gerade, da wird er... Aber das ist einfach nur ein schwebendes Ding, wo die Textur nicht ganz geladen hat hiervon. Okay, gut. Alles easy. Alles ist gut. Aber keine Rettungskapsel anscheinend. Da ist dieses Biom, da könnten wir jetzt auch noch nach Zyklopteilen suchen, aber ich glaube, wir sind auch erstmal, haben auch erstmal ein bisschen was gefunden. Da, was da drin ist, das interessiert mich eigentlich so überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwas drin sein kann, was uns jetzt interessieren könnte. Ja, wir haben die Stelle ja da markiert, ne, für eventuelle Zyklopbauteile, also finden wir auf jeden Fall nochmal hin. Das muss ich nicht jetzt machen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, gar keinen Fall muss ich das jetzt machen. Hier sind diese Tigerpflanzen, greifen nämlich auch an. Ne, wenn ich hier drin bin, ist alles easy. Okay, das ist gut zu wissen. Hier sind diese Manta-Rochen-Dinger. Okay, keine... Wow. Keine Rettung. Das sieht aber hier genauso aus wie auf dem Bild. Schade. Echt schade. Na, ich habe mich erwartet. Ja, ich habe mich nicht erschrocken. Nein.
Okay, gut, dann machen wir uns auch wieder auf den Weg zurück. Das Wrack haben wir ja gerade abgesucht. Wir sind von dort vorne ja gekommen. Dann gehen wir jetzt einmal hier so ein bisschen lang. Vielleicht haben wir noch Glück und finden es noch. Hier unten irgendwo? Nee. Okay, gut. Nee, ich bin sehr zufrieden mit unserem Exkurs hierhin. Wir werden jetzt... Ja, da, gut, Orientierung behalten, alles easy. Da werden wir jetzt nach Hause gehen und uns ordentlich Werkzeuge machen. Oh, was freue ich mich, wenn wir die Schubkanone und so haben. What the, ich dachte gerade, was ist das denn für ein Kugelfisch? Aber dieser Stein ist einfach von diesen Schwebedingsbums-Dingern da hin und her bewegt worden. Keine Rette. Schade, Mann, warum hätte die hier nicht auch sein können? Das wäre jetzt ein 10 von 10 gewinnen. Aber naja, 9 von 10 ist auch gut. Da, my very own. Auf zurück nach Hause, denn es wird dunkel, oder es ist schon dunkel. Und einfach jetzt geradeaus zurück. Ganz easy, ihr könnt mir alle gar nichts. Lalalala. Ich bin der King, ihr könnt mir gar nicht. Hier ist auch noch rot, ne? Ah, das Biom vor unserer Haustür, ja, okay, gut, dann hier haben wir schon eigentlich alles abgecheckt. Obwohl das hier auch gut aussehen könnte, also das... Mann! Das sieht aus, als könnte es hier sein. Ganz ruhig. Alles gut. Papa guckt nur einmal kurz hier vorne lang. Ob hier nicht doch irgendwo diese elendige Rettungskapsel 4 ist. Aber da drin? Ach, okay. Lass mal Schneider, Laser, Dingsbums haben wir ja schon. Ist aber ganz schön groß. Haben wir das echt schon alles abge... Oh. Wo kommst du denn her? Also, hier ist ein Riesenwrack. Aber ich sehe gerade die Rettungskapsel. Das könnte sie sein, ne? Das ist nicht das Biom, was wir schon abgecheckt haben. Hallo? Nee. Okay, wow. Hallo. Rettungskapsel 17? Dich habe ich nicht gesucht. War ich schon bei dir? Muss da jetzt einmal rein und gucken. Okay, er spastet sich in die Luft. Und während er wieder runterkommt, machen wir ganz schnell RIP. Hier scheinen wir schon gewesen zu sein. Oder hier ist einfach nichts drin. Kann ja auch sein. Bitte bleibt da auf der anderen Seite. Okay, hier ist nichts. Alles klar, gut. Dann fixe ja bitte wieder rein. Oh, und was ein Wrack da vorne ist. Okay, wenn hier Lifeport 17 ist, dann wird hier wahrscheinlich nicht neben der Lifeport 4 sein. Ich will dieses Wrack erkunden. Oh, wow. Ich will. Also... Ein bisschen Drang ist schon da, muss ich sagen. Wow, das ist aber ein ordentliches Stück hier von der Aurora abgebrochen. Uiuiui. Ach, herrje. Okay. Okay, da vorne bist du. Alles gut, alles gut. Ich muss jetzt nur einen Eingang finden. Eingang, bitte. Vorne spastet wieder so ein Stein ab. Ich will nicht auf die andere Seite. Kann hier nicht irgendwo der Eingang sein? Verdammt! Boah, was ein Riesenwrack! Oh, hier ist auch ein Seemottenteil, sehe ich gerade, aber... Seemotte haben wir schon. Ist alles gut hier? Ja, alles gut. Da freue ich mich. Freue ich mich riesig. What the hell? Okay, ist hier auch ein Eingang oder eher nicht so? Ich muss mich immer wieder umgucken, ja? Also ich will mich nur ein bisschen... Okay, ich möchte hier nicht festbacken, bitte.
Ja, Mensch, ich suche einen Eingang. Also, nee. Das gibt's doch nicht. Gibt's nirgendwo rein? Alter, hier geht's auf jeden Fall rein. Kannst du mir nicht erzählen. Ist das, kann man da durch die Tür? Ja, ja, ja. Plötzlich fühle ich mich überhaupt gar nicht mehr sicher. Also ich habe mich schon vorher nicht sicher gefühlt, aber das ist jetzt nur echt im negativen Bereich schon wieder. gut, gehen wir wieder rein. Hier komme ich leider nicht durch. Ah. Eigenartig. Hier muss man doch reinkommen. Wahrscheinlich habt ihr den Eingang schon 10 Mal gesehen. Vielleicht ist er auch oben. Vielleicht ist der hier auch... oben drauf irgendwo? Aha! Gefunden! Und ich würde sagen, doch, das erkunden wir jetzt einmal. In der Hoffnung, dass hier nichts ist. Nichts, was uns böse werden kann. Die Tür geht nicht auf. Hier hatte ich gerade irgendwas zum Scannen. Oh, ein Stuhl. Jawohl, Kommandostuhl. Hey, hey, hey. Ja, hallihallo. Einrichtungsteile, genau das, was ich am liebsten habe. Kommandostuhl, okay. Ja, das ist ein bisschen seltsam, hier so in der Schrägen zu schwimmen, muss ich sagen. Oh, PDA. Nice, Degasi-Besatzungsverteidigung. Das ist ein Stück von der Degasi? Never ever. Das sieht genauso aus wie die Aurora. Das ist never ein... Das ist nicht von der Degasi, oder? Ja, desinfiziertes Wasser interessiert mich nicht so. Oh, das scheint ganz schön groß hier zu sein, ne? Oh, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Verschwommen. Okay, da geht's wieder zurück. Oh, mein. Das ist komplett verwirrend. Ich bin nur ganz dezent überfordert, muss ich sagen. Was haben wir hier? Ach, von der Schubkanone ein Teilchen. Aber haben wir ja schon. Aber nur um sicher zu gehen. Ja, haben wir schon. Okay, dann was? Das mit diesem Raum hier auch, ne? Nein, dort unten geht's auch noch weiter. Okay, 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 okay. Warte, das machen wir jetzt ganz entspannt. Boah, mein Gott, ich kriege hier die Pimpernellen. Okay, hier, nochmal. Kurz Luft schnappen. Und jetzt irgendwie versuchen, hier weiterzukommen. So, hier geht's auch sonst nirgendwo. Nee, nur da durch. Sonst ist da auch nur noch Wasser. Hier rein. Uiuiui. Was ist denn das hier? Sieht aus wie so ein Leck oder so. Sollte ich vielleicht nicht ganz so nah dran schwimmen, tatsächlich. Oh mein Gott, Fische, könnt ihr mal kurz die Schnauze halten? Merkt ihr nicht, ich bin gerade versucht, hier, also, ne, ich, versuche mich zu konzentrieren. Ich kann nicht mal den ganzen Satz gerade aussprechen. Mann, was soll denn das? Ist hier noch irgendwas sinnvoll? Irgendwas konnte ich gerade scannen. Oh, lass mich runter. Ach, Batterieladestation, ne? Ja, gut, haben wir schon. Alles gut. Aber schön, dass du da bist. Immerhin ist hier da noch irgendwas, sonst komme ich mir vor, als hätte ich mega was übersehen, wenn ich jetzt hier gar nichts scannen können. Ja, hier ist noch eine Batterieladestation, scanne ich auch mal direkt weg. So, zack. Okay, sonst... Was konnte ich gerade scannen? Was konnte... Irgendwas... Ach, da. Schubkanone. Schubkanone. Okay, haben wir auch schon, aber dann ist es weg. Okay. Gut. Haben wir den Raum hier auch erfolgreich abgeschlossen? Da war jetzt weniger drin, als ich da... Oh. Oh, yo, ein Flutlicht. Das ist ja richtig nice. Was haben wir da drin? Das sieht aus wie Schubkanone. Jawohl. Auch das können wir einmal mitnehmen. Mensch, ist ja richtig Würf hier, die ganze Aktion. Jetzt muss ich nur noch hochkommen. Gut, sonst war's das. Hey, wir haben das übelste Wrack hier erkundschaftet. Geil. Ist ja auch in der Zeit kein Fisch gekommen? Nein? Okay. Na, durch. Alles easy. Alles easy. Da ist der Lifepod. Ich würde mir, glaube ich, hier ganz gerne eine Boje hinsetzen. Einfach nur, damit ich weiß, dass hier ein Wrack ist. So ein paar Orientierungspunkte finden. Ja, 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 ja. Boje, bitte. Und dich würde ich auch gerne benennen. Nein! Da, okay. Signalboje 3, ja, Wrack, wird Wrack so beschrieben? Überhaupt gar keine Ahnung, kann sein. Wrack, groß? Ja, gut, ich meine, ja, ist ja jetzt nicht falsch. Wrack groß. So, gut. Dann weiß ich, dass hier ein großes Wrack ist.
Und hier könnte halt echt irgendwo noch dieser Live-Pod sein. Hier vorne wahrscheinlich. Da so weiter hinten. Weiter weg von der Nummer 17. Okay, bleibst du bitte weg. Ich möchte gerne nochmal ein Stückchen weiter. Ich meine, jetzt sind wir schon hier. Hier könnte irgendwo... Ah, ich hab's ja jetzt markiert. Theoretisch könnte ich auch jetzt einfach wieder zurück. Da vorne leuchtet unser Haus schon auf. Nur so ein ganz kleinen Schlenker hier rum. Dum, 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 dum. Da vorne. Ich habe immer Angst bei diesen Tentakeldinger, dass das ein Leviathan ist. Puh, puh, puh. Hier sind auch noch ein paar Teile. Aber sieht auch nicht aus, als wäre hier irgendwas. Das ist vom Scannerraum so ein Ding. Okay, hier, nö, alles nichts. Nichts Wichtiges. Ach, das hier ist so ein Chipsautomat, den haben wir ja schon. Das hier sieht auch aus wie vom Scannerraum. Was ist das hier? Bioreaktor haben wir, glaube ich, auch schon. Scannerraum haben wir auch schon. Aber dann ist es hier weg. Das ist auch alles nichts. Und jetzt würde ich gerne Bioreaktor. Okay, komm, 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 komm. Ich würde jetzt gerne wieder rein. Gerne wieder rein, danke. Dann war es das hier. Was haben wir hier? Was ist das? Ist das auch ein Bioreaktor? Bioreaktor, ah, super, toll. Noch ein bisschen Titan. Oh, ich habe was. Mein Inventar ist voll. Na gut. Ich wollte ja sowieso keine weiteren Sachen scannen, die ich schon habe. Was ist das hier? Das ist auch ein Bioreaktor. Okay, gut. Aber hier sind doch natürliche Felsbögen. Das ist doch hier perfekt für den Lifepod. Lifepod, sei doch einfach hier, bitte. Ich habe mich jetzt so weit getraut. Noch weiter ist jetzt gerade ein bisschen schlecht. Denn ich habe Angst. Bitte nicht gegen mich schwimmen. Ja, hast es dann da vorne. Ja, komm, noch so ein Müh weiter. Noch so ein Müh. Hier sind Felsbögen. Oh, ich dachte gerade, wow, was ist das denn? Aber das ist ja... Levrak. Alles safe, alles safe. Alles... Okay, das waren die Viecher, die da schreien. Ist auch noch alles gut. Ich wette, das ist da weiter hinten, dieser Live-Pod. Auch nichts. Oh, au! Affiget! Ja, der... Was hat er denn da mit seinem Kopf im Nacken, Alter? Alles gut, Kollege? Geht's dir... Alles in Ordnung? Okay. Ist er da, ein Kopf mit dem Nacken. Ich meine, Fische müssen sich auch mal strecken, ne? Also, sei es denen gegönnt, würde ich mal sagen. Holy, sind hier viele von den Viechern. So langsam möchte ich nicht mehr. So langsam... Also, hier raus teleportiert werden möchte ich nicht. Nope. Danke. Ich verzichte. Ich habe auch genug gesehen. Das war jetzt so der Punkt, wo ich sage, gut, jetzt reicht es. Man muss wissen, wann gut ist. Und hier ist noch ein Wrack. Jetzt setze ich ehrlich noch ein Wrack. Mann, ich war doch gerade fertig hier mit der ganzen Kacke. Okay, okay, ja. Komm, da rausgeschossen. Sieht aber aus, das ist das Wrack, das hatten wir schon, oder? Sehr so nah bei unserer Hauptbasis. Ach, da müssen wir mit dem Laserschneider rein hier vorne, ne? Okay, gut. Alles klar. Ich würde sagen, das markieren wir uns auch mal ganz schnell. Ich meine, wozu haben wir die Signalbrunnen? Können wir ja später einsammeln, wenn wir es geschafft haben. Gut. Benennen. Wrack Laser. Benötigt. So, ist doch eine effektive Namensgebung. Da. Okay, gut. Und da hinten war irgendwo dieses Vieh, was sich rumteleportiert hat. Vielleicht ist da dann auch eine Alien-Einrichtung oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Never ever will ich das wissen. Gut, verziehen wir uns wieder. Da vorne schon... Yo! Ganz ruhig. Da vorne schon unser Zuhause.
Wow, was eine Erkundungstour. Boah, krass. Bin ich froh, wieder hier zu sein. Take me. Danke. Oh, ey, guck mal, der sieht fertig aus, ne? Jawohl, guck mal, der Laternenbaum ist fertig. Das wertet das Ganze doch hier direkt auf. Hier auch die Mingepflanze. Ach, schön. Oder Mingpflanze. Die Fahnen. Oh, die sieht auch schnieke aus. So. Und hier vorne, guck mal, wie nett. Nee, ist das schön. Hängt ein bisschen vom Kommunikator, aber ist nicht ganz so wild. Und ja, wir können persönliches Werkzeug. Da ist ja die Schubkanone. Kabelsatz können wir bestimmt herstellen. Und wir brauchen Höllenschwefel, Diamant. Alles haben wir. Haben wir easy. Locker. Gut. Nice. Aber ich würde sagen, damit ich in der nächsten Folge was zu tun habe. Die armen infizierten Fische hier drin. Ich würde ja mal interessieren, wenn ich die jetzt alle rausnehme. Und dann mich darauf konzentriere, Fische zu nehmen, die nicht diese Punkte haben. Die nicht also mit dieser bakteriellen Krankheit infiziert sind. Die reintun. Ob die dann alle auch gesund bleiben. Hallo. Vielleicht warst du mal mein Haustier. Naja, kommt vielleicht mal wieder. War echt cool. Ja, aber ich würde sagen, ich bin, boah, richtig zufrieden. War kurz ein kleiner Schockmoment, als dieser Warper auftauchte und generell ein bisschen intens so für mich. Aber sonst, mega erfolgreich. Genau das geschafft, was ich wollte. Also, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich setze mich wieder hin. Und, ja, bewertet ruhig das Video. Bis zum nächsten Mal. Tüdelü.